Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Strange. Und wir sind jetzt hier in Chloes Auto, die uns in der letzten Folge auf jeden Fall mitgenommen hat vom Parkplatz, wo auch eine Menge passiert ist. Mit Nathan Prescott haben wir uns angelegt, der Warren ebenfalls, wurden dann auf jeden Fall von Chloe aufgeschnappt, sind bei der ins Auto gekommen und jetzt sind wir hier an der Stelle. Und wir gehen davon aus, dass hoffentlich, also hopefully nothing, dass hoffentlich nicht... nichts weiter Schlimmes passieren wird oder dass es endlich mal ein Ende nimmt, dieser Tag, weil wirklich ein Scheißtag bis jetzt gewesen. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt, and you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Seattle war wahrscheinlich ein Missesrich, weil sie haben ja nicht wiedergekommen, oder? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Ja, eigentlich für die Akademie, ne? Auf Only for Mark Jefferson. Ja, weil der so ein großer Star unter den Bildermachern ist, ne? Wir nehmen jetzt mal Only for Mark Jefferson. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. Genau so ist es. I've always loved his work. Those that can't do, teach. I'm glad you find a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. Okay, das ist natürlich Mist, dass wir uns jetzt 5 Jahre nicht gemeldet haben und sowas, also ohne irgendwie Nachricht oder mal einen Anruf oder sowas. Wir wollten ja... I'm sorry, das ist... Give me a break, mach mal eine Pause oder sowas. Ah, ich wollte ja... I'm sorry, tut mir ja leid. I'm sorry, I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Mims. Angespannt, ne? Weil wir haben, sie haben sich lange nicht gesehen, dann, wir haben so viel erlebt jetzt an dem Tag und, ach, man muss doch mal gut sein hier, ey. Oh, man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Ja, danke. Willkommen zu Hause. Ja, jetzt fahren wir auf jeden Fall einmal zu der, weil die hat gesagt, da ihr Vater hat auf jeden Fall Haufen Werkzeuge und kleine Werkzeuge für kleine Reparaturen an der Kamera, weil die uns jetzt irgendwie kaputt gegangen ist nach dem Sturz, wo uns dann Nathan Prescott angegangen ist, aber... Ja, wir werden das schon wieder hinkriegen, das Ding, denke ich, weil wir haben ja auch noch Fotos zu machen, 2 Stück, Freunde, von dem Vogel und von dem Sonnenuntergang, und das wollte ich schon gerne noch machen mit dieser Kamera. Außerdem habe ich keine Kohle mehr, eine neue zu holen. So. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Home, shit, home. Ja, ja. Vögel! My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Wie jetzt Musik anmachen? Ich würde mich auch mal umgucken, Mann. Okay, fangen wir mal hier an, Freunde. Hier oben ist nichts weiter. Look. Nothing but junk in this suitcase. Nichts als Müll hier drin, genau so ist es. So. Was? Sack ist. Shit.
Look. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Aha. Soll irgendwie so ein Maß sein, wie groß sie immer war. Draw, look. Chloe's dad built this dresser. Ihr Chloe Vater. Totally changed her style. I barely recognized her. Also ihr Vater hat ihr den Schrank gebaut und sowas, und als wir da reingeguckt haben, hat sie auf jeden Fall ihren Style geändert. Closed. Look. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Back. Look. This looks like a laundry bag. Ja, wirklich, Leute, eine Tasche. And it reeks like dirty laundry. Gross. Ja, genau. Look. Old cardboard boxes. Search. Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Oh mein Gott, Mann. Das wollte ich nicht. Nee, die lassen wir oben stehen, oder? Ja, wir lassen die dort oben mal stehen. Vielleicht schützt die nachher auch noch selber oder irgendwas. Ne, das muss ich noch. This postcard is from Rachel Amber. Oh, von Rachel Amber eine Postkarte, das ist natürlich nice. Miss you, wish you were here, Rach. Sie hatte Chloe vermisst und sie wünscht sich, dass sie mit dem Urlaub geht. Das ist bestimmt eine Urlaubskarte. Look. Man, I remember this furniture. Und sie wünscht sich auf jeden Fall, dass die Painting it blue. Dass die Chloe, Chloe mit dabei loved that blue. Was? This postcard is ja, from Rachel Amber. Schon. Mensch, was ist hier los? Hört mal auf. Look, jetzt sagt er. Man, I remember this furniture. We spent all day painting it blue. Chloe loved that blue. Ah, die haben den zusammen angestrichen, blau. Und Chloe liebt dieses Blaue. Search. We had such a blast drawing these together. Das sieht ja cool aus. With Chloe and Max. She's a killer. Okay, die haben wahrscheinlich wollten so ein eigenes Comic machen oder sowas. Power Girls. Ha, das ist ja geil. And Super Kitty. Ach, and Super Kitty oder was? Freedom Eagle, Max and Chloe. 28.07.2007. Ganz schön lange her. Alter. So, gehen wir mal weiter gucken. Paper. Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Okay. Ah, das ist eine Reparaturrechnung vom Auto. Alles klar. Look. Pictures. I wonder what Chloe keeps in here. Wir gucken uns dann gleich mal ein paar Fotos an, wartet mal. Power Strip, machen wir die mal an, oder was? Wow, nice. Look. Hey, that TV used to be in the living room. Ja, macht ja nichts. So, jetzt gucken wir uns auch mal ein paar Fotos an und dann machen wir Musik an. Look at that. Chloe and her dad were so close. Me and Daddy, oh, das war bestimmt noch von Ewigkeiten her, ne? Da hatte sie noch keine blauen Haare. Hier ist die Katze, das haben sie vielleicht gemäht auf dem Comic mit Super Kitty. Ach nee, wo sind noch Kleinen, boah, hey. War noch eine schöne Zeit, die hat sich jetzt total verändert, aber warum? Ich hatte ziemlich viel Schlechtes erlebt oder so. I'm not into them, too pretentious. Laptop Desk, das Trash Box. Das hat sich echt total verändert, ey. Nimm mal das kleine Mädel. Trash Search. Who'd have thought Chloe wouldn't pay her parking tickets? Oh. She does love trouble. Okay, das sind Strafzettel. Na klasse. Missing Persons Poster, das ist klar. So it was Chloe who printed all those flyers. Die Chloe war das, die alles hingegangen hat. Wahrscheinlich ist ziemlich wichtig irgendwie gewesen. Oder die hatten eine sehr, sehr gute Freundschaft, die Rachel und die Chloe. Desk. Searchen.
I think this junk swallowed her discs. Ja, der Müll ist auf jeden Fall nicht gut für CDs, weil von wegen zerkratzen und so. Laptop use, was los? She looks super happy. Das sieht aber irgendwie komisch aus, das Bild. Nur als mit Mütze finde ich besser. She looks super sad. Ja, sieht sie wirklich traurig aus, das stimmt. Hier hat sie wieder eine Mütze auf. She looks super stoned. Ja! Erstmal eh durchziehen, was soll denn das? Hier ist eine Kiste. Searchen. CD haben wir auf jeden Fall gefunden. Eine CD. Das ist das Foto von Rachel. Die waren beste Freundinnen. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Das ist Rachel Amber. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. Ja, die ist auf jeden Fall in eine tiefe, tiefe Einsamkeit gefallen, als ihr Vater gestorben ist und wir dann auch weg sind aus Blackwell und jetzt erst wieder gekommen sind, haben wir uns ja nicht gemeldet. Das ist wirklich leicht, genau ist es der Grund, warum es sich so verändert hat, ne? Das kann natürlich auch sein. Und als wir nicht mehr da waren, hat Rachel den Platz von Max eingenommen. So, Rachel took my place. So, Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. Okay, also die Rachel hat der Chloe auf jeden Fall, wo wir dann immer da waren, immer den Rücken gestärkt. Also zusammen hätten sie der Welt in den Arsch treten können. Und wir haben gesagt, die sieht aus wie ein Model und das war auch der Plan von den Zween und sowas, also raus aus Blackwell, also Bigfootville, ja. Und irgendwo nach Los Angeles irgendwie großen Ziele erreichen und Geld verdienen und die wollten einfach weg hier aus dem Ort. Ich denke mal auch, dass der Ort in nicht so viel, vielleicht nicht so viel Liebe vermittelt, wenn es so eine Familie gibt wie die Prescotts und sowas, die irgendwie vielleicht dann sich hier über alles lehnt, ne? So viel beherrscht und sowas, habt ihr ja gesehen, hat nichts gebracht hier wegen dem Direktor aus der Schule, weil die Familie ist einfach noch zu stark irgendwie. Die hat irgendwie das Sagen mit, schätze ich. So, what happened? What about your mom? Ja, was ist mit deiner Mutter los überhaupt? What about your mom? What did Joyce think about all this? She couldn't wait to get rehitched. Step dick is one reason I wanted to bail. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. Also vor 6 Monaten ist Rachel verschwunden und ist auch einfach gegangen mit ohne ein Wort. Das scheint ja einfach für die Chloe zu sein. Oder allgemein die Situation. So viel verschwunden, erst ihr Dad gestorben, dann sind wir weg, dann ist Rachel Amber verschwunden, ihre beste Freundin, die ihr auch im Rücken geschaut hat, das ist wirklich, also, wie viel kann ein Mensch ertragen, ne? Was ist mit deinen Eltern? How do you know? Ne, woher weißt du das? How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone.
Can you put on some music now? Ja. Na, die hätte irgendwie, also sie hat gesagt, die hätte irgendjemanden gefunden, wo sie ein neues, oder mit dem sie ein neues Leben anfängt, oder wo ihr ganze Türen geöffnet werden für ein neues Leben. Und dann war sie auf einmal weg. Nach der Dings. Und im Gegensatz zu uns hätte sie hier hätte sie gesagt, wenn irgendwas gewesen ist oder so. Oder wenn sie irgendwie weiter weggegangen wären und für lange Zeit nicht wiedergekommen wären, so, hätte sie das gesagt. Und nicht so wie wir, dass wir einfach weggehen. Ich fühle mich jetzt irgendwie blöd, ne? Aber wir spulen mal ein Stück zurück, weil ich das Gespräch gerne nochmal ein Stückchen hören möchte und warum Bill was anderes ausprobieren möchte. Wir searchen nochmal in der Box. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. So, who is she? Do you mind talking about her? Rachel Amber. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick. She looks like a model. That was her plan. Aber so what happened? Genau, das eine Wort about your mom hat man. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel act? 6 months ago. Mit ihren Eltern, how do you know? What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad. Okay. Also ihre Mom ist hat sich auch nicht so richtig um Chloe gekümmert, habe ich jetzt noch rausgehört, weil die beschäftigt war mit diesen komischen Campus-Polizisten, dieser Verbrechervisage und sowas. Also, wahrscheinlich sind die erst vor kurzem zusammengekommen oder so eine Scheiße. Und ja, irgendwie niemand hat zurzeit irgendwie was für Chloe übrig irgendwie. Oder niemand beschäftigt sich mit der, niemand hört auf die oder hört ihr zu. Und das glaube ich vermisst ganz sehr, sich jemandem anzuvertrauen oder sowas, denke ich. So, jetzt tun wir erstmal ein bisschen Musik anmachen. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. I shouldn't bug Chloe now. Plus, I need those tools. Allein sein. Das
Einzige, was hier geblieben ist, ist ihr selbst eingerichtetes Zimmer. Zu viele Erinnerungen. Und das Vergangene und das Jetzt und Hier. Looks like Chloe needs a timeout while I get these tools. Ja, lassen wir sie mal alleine. Ich glaube, nach dem Gespräch ist sie mit den Gedanken woanders. An einem Ort, wo es ihr vielleicht jetzt gerade in diesem Moment ein bisschen Trost gibt oder so. Also, switch on. Mach mal auf. I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy, of me. Ja, die Haarfarbe von ihr ist wirklich so wie eine Kampfansage. Das Gegenteil irgendwie von uns, hat sie gerade gesagt. Logi. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Okay. Von ihrer Mom irgendwie. Machen wir das mal lieber wieder aus. Arcadia Bay. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. These books have not been touched since the last decade. I see why. Nothing's changed. Except for me and Chloe. Hat sich nichts verändert. Das Gleiche ist irgendwie. Dasselbe passiert gerade irgendwie bei ihr und Chloe. Es hat sich irgendwie nichts verändert. Das Ach Mensch. This must be Chloe's parents' room. Man, I am nosy today. Okay, der Vogel ist gerade gegen das Fenster geflogen. Jo! Wir haben den Vogel gerettet. Können das Tier doch nicht dagegen fliegen lassen, was soll das? Da steht irgendwie Werkzeug unten, das ist eine Scheiße. Wir lassen das Fenster aber off. Wollen wir es zumachen? Da ist aber der Vogel hier drin. You've been resurrected, Birdie. Fly, be free. Na, gucken wir nochmal hier rein. Dog tags, sweet. David Madsen. David Madsen, das ist doch jetzt nicht der Freund von der Mutter, oder ne? Alter, ey, überall, wo wir hinkommen. Nur Scheiße, ey. Gott. Der Kunde. Gott. Oh Gott. Act, react or die. A 21st century survival guide. Alles klar. Whoa. Überlebensguide. Apocalypse self-help. Gucken wir mal in den Drawer. Nein, mal sehen, was hier drin ist. Aww. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. With William and Chloe. Erinnerung an den schönen Urlaub wieder. Krass, das wird ihm bestimmt nicht gefallen hier den Kunden. Magazines. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Ja. Doch sinnlos ist das. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Vor ein paar Jahren hat das die Chloe für ihre Mama gemacht zum Muttertag. Das ist natürlich schön. Das ist wirklich schön. So, guck mal hier rein. Joyce still works at the diner. Is her husband a cop? Poor Chloe. Ja, das ist doch dieser David Madsen, dieser komische Kaufhauspolizist. Ach nee, Quatsch, Campuspolizist. Kaufhauspolizist?
Machen wir erstmal an. Und was ist denn das hier so Schönes? Uh-oh. The prices are late on their bills. Oh. Oh, oh, Rechnungen über Rechnungen, das ist nicht gut. Die sind auf jeden Fall Foto. Auf jeden Fall so in der finanziellen Notlage gerade, wie sich das anhört. Joyce looks happy. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. Alter, das ist der Campus-Polizist. Guckt euch mal diese Hackfresse an, Alter, ohne Mist. Ich wurde vor uns erschaffen in dem Labor, um über den Campus herzufallen, getarnt als Polizist. Und mein Oberlippenbart, den hab ich noch von früher. Da war ich irgendwas anderem unterwegs. Hab ich nur vergessen abzurasieren. So ein Kunde, Alter. Ich hasse diesen Kunden, Alter. Ohne Mist. Wichser! So, gehen wir mal hier runter. Ja, downstairs, ne? So, und jetzt würde ich auch mal sagen, machen wir noch mal einen kleinen Cut hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid. Und bevor wir uns jetzt hier weiter umgucken, wie gesagt, ein kleines Päuschen und so. Freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge, wenn es euch auch wieder in der Folge gefallen hat, was wir so erlebt haben. Zeigt es doch mit einem Daumen und einem Kommentar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde einfach sagen, noch ein schönes Life is Strange, würde ich mal meinen. Und bis zur nächsten Folge, euer Barmut. Haut darin, tschüss.